Gut, jetzt stimmen wir auf. Und jetzt machen wir den ganz besonderen. Das ist jetzt in Renz. Erinnert euch zurück und jetzt machen wir Michael Kraft. Und das ist ein ganz, ganz knuffiges Kerlchen. Das ist jetzt, lasst euch überraschen. Das ist immer schon das Erste, wenn er ein bisschen einen Ossi-Dialekt hat, sieht er schon ein doof aus, obwohl ja hier die großen deutschen Denker auch einen Ossi-Dialekt hatten. Das meine ich jetzt sehr positiv. Der ist jetzt überhaupt nicht esoterisch, nicht einmal esoterisch meine ich jetzt zum Beispiel beim Renz, geisteswissenschaftlich oder was, ein großer Denker, der versucht es nichts, da hat er nichts damit am Hut. Der hat also hier, der macht Versicherungsberatung, Geldberatung, aber ihr werdet merken, dass es hier eine verborgene Harmonie der Dinge gibt. Der hat also Physiker, Ingenieur war das ursprünglich, ganz studiert, sich eigene Gedanken macht, was jetzt hier passiert, ist übrigens der Stereoanlagen-Fan hinten, so gut als der Freund von mir. Und schau mal, hört einfach mal zu in dem Gespräch, die Ansichten. Er macht jetzt, er erklärt Eigenerfahrungen als Mensch, ist ein im Programm ein voller Materialist, den wir uns jetzt ausdenken. Materialist meine ich jetzt nicht geldgeil, ganz im Gegenteil. Wenn ich vom Materialismus rede, meine ich der Glaube, ich bin ein Trockennasenaffe, ich befinde mich auf einer Kugel, die sich um die Erde rumdreht und das war vor mir schon da, bevor es mich gegeben hat. Das ist jetzt erst einmal Materialismus. Einher geht natürlich dann auch, ich brauche Geld zum Überleben in der modernen Zeit. Das ist jetzt einer, der hier, wenn der die Internetseite anschaut, der macht Versicherung und Vermögensberatung, aber in einem unendlich innerhalb seiner Logik korrekten, das merkt ihr beim Reden, es ist so geistreich, der bläst die ganzen Philosophen in der Weisheit weg, obwohl er ganz einfach, es ist einer wie du und ich, wenn du es verstanden hast. Überdurchschnittlich gut gearbeitet, aber merkte, dass da irgendwas schief läuft. Irgendwas ist da, wenn du eine Frage gestellt hast, was ist denn wenn, dann wurde dir klar gemacht, du hast keine Fragen zu stellen, du warst ja eh früher zu blöd zu arbeiten. Also mach das erstmal so, wie wir dir das beibringen, dann kriegst du auch die Prüfung und hältst durch. Das ist das große Problem. Wenn du in einer Schule, in einer Universität gehst, lernst du nichts. Mein alter Satz, wenn du dich an einen Computer hinsetzt und du gibst in den Computer Daten ein, hast du dieser Maschine was gelernt? Nein, du hast sie programmiert. Und die Daten, die wir eingeben, erzeugt die Bilder auf dem Bildschirm. Wenn du jetzt eine neue Software in den Computer eingibst, das heißt ein neues Regelsystem, wie mit Daten jongliert wird oder wie die verwirklicht werden, dann lernst du der Maschine auch nichts. Es ist auch Programmieren. Lernen ist was ganz was anderes. Und jetzt immer dran denken, an was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? Du denkst an ein Gehäuse mit einem Computerchip, wo Daten drin sind und aufgrund der Daten werden ganz genau festgelegt, wie die Bilder sind, die drin auftauchen. An was denkst du, wenn du bisher an einen Englisch, an einen Menschen denkst? Du denkst dann an den Körper, wenn du an einen Menschen denkst. Du hast ein Gehirn, das ist der Computerchip, der hat einen gewissen Intellekt. Und dieser Intellekt, den er zum Denken benutzt, erzeugt die Bilder, die Vorstellungen in seinem Kopf, die er vor sich hinstellt. Und du weißt, es ist kein Unterschied. Das, was ich euch erzähle, ich erzähle jetzt dir, D-I-R, dass du ein Geist bist. Du darfst dich nicht mit einem Gedanken, mit einem Bild von dir verwechseln. Ich führe dich in eine andere Ebene. Das ist eine vollkommen neue Erklärung vom Bewusstsein. Ich habe trotzdem immer weiter hinterfragt und irgendwann habe ich gemerkt, ey, da ist was. Da ist irgendwas hinter uns, was uns steuert. Also wirst du weiter neugierig, fängst an Bücher, Seminare, Lektionen, alles immer rin. Ich habe das Gefühl, da ist irgendetwas hinter uns und er schaufelt von außen Wissen in sich hinein. Das ist schon weg, wenn du begreifst, du hältst das zweite Gebot. Du hältst einfach das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer ganz einfach, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Nochmal, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Die B-I-L-E-T-R im Kind erweckt die Bilder, die du dir ausdenkst, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, sind aber in dir drin. Es gibt keine Gedankenwellen ohne Meer und die Wellen, diese Gedankenwellen, die auftauchen, können das Meer nicht verlassen. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Den, der sich's ausdenkt. Ist jetzt der Eiffelturm, den du dir nach Paris denkst, in Paris oder ist er in deinem Kopf? Jetzt erschaffen wir den Mond. Mond. Mond ist jetzt ein Wort. Es ist nur ein Wort und es erzeugt in dir eine Vorstellung. Glaubst du, dass der Mond da oben am Himmel ist, wenn du nicht dran denkst? Zeige ihn mir jetzt.
Ich sage immer wieder, jetzt können wir rausgehen und jetzt wirst du, obwohl du siehst plötzlich was da oben am Himmel, was du gar nicht siehst, und deine Logik, die du nachblabberst, wird dir sogar erklären, wieso du das jetzt nicht siehst. Es ist das perfekte Gefängnis, ist die materialistische Logik. Der kleine Vogel Mathematikus, Selbstgespräch, ich bin du Quadratlesen. Und bis du merkst, ey, du wirst zwar immer Art Wissender, aber es hilft dir nichts. In dem Wissen ist irgendeine Struktur drin, also ein Strickmuster drin, was dich immer wieder von deinem Willen ablenkt. So, und aufgrund dessen wollte ich dann wissen, noch mehr, wie komme ich da noch mehr ran? Und bin dann praktisch. Also das Wissen hinter dem Wissen. Das Wissen hinter dem Wissen. Ja. Ich wollte wissen, also gibt es da jemand, der diese Strickmuster gestaltet? Weil man ja immer irgendeinen Verantwortlichen sucht, der, es muss doch einer entwickelt haben. Und je mehr ich da reinkam, das war dann ungefähr zum 50. Lebtag, bin jetzt 60. Und ich hatte Riesenangst vor diesem 50. Geburtstag. So, ich sage, ich will nicht 50 sein. Kann doch nicht wahr sein, ne? Wie viel habe ich denn dann noch? Die sind schon gestorben und die. Und meine Mutter ist mit 57 gestorben. Da dachte ich, ich verkrieche mich. Und habe dann praktisch plötzlich eine Fähigkeit in mir gespürt. Abends, ich war also in der Nacht praktisch, saß ich hier und fing dann an den Computer mich zu setzen. Hab die Hände auf die Tastatur getan und dann gehst du so in einen Art Trance-Zustand und plötzlich beginnen die Hände zu schreiben. Und jedes Mal, wenn du dann auf den Monitor draufgeschaut hast, hielt das Ganze an. Und da ich ja neugierig war, wollte ich ja wissen, was da steht. Aber ich habe gemerkt, ey, wenn du hinguckst, stopp. Mhm. Also nicht mehr hingucken, schreiben lassen. Und dann schrieb das geschehen, 2-3 Stunden. Also es lief über dich durch dich durch. Durch mich durch. Das, ja. Das schrieb. Was jetzt wichtig ist, dass er überhaupt keinen Hauch von esoterischer Spinnerei hat mit, oh, ich stehe mit einem aufgestiegenen Meister in Kontakt und so weiter und so fort. Er erklärt einfach, was er lebt. Das ist voll, es ist ein Materialist. Sein Weltbild wird er merken. Er sagt aber immer rein, da gibt es eine höhere Schicht. Ohne dieses ganze Wischiwaschi mit Vernebelung. Darum sagt Knuffig, wenn man die ganzen Vorträge, müsst ihr euch raussuchen, sind hochinteressant. Braucht euch gar nicht hinzugucken. Natürlich, es kommt gleich, was ich immer wieder sage bei euch. Es gibt so unendlich Material an Videos. Milliarden von Videos auf YouTube, Milliarden von Internetseiten. Und das ist jetzt nicht arrogant, wo ich euch sage, jedes Buch, das ihr lest, ist verlorene Zeit, solange ihr die Vordersprache nicht beherrscht. Das ist einfach nur ein Tipp. Weil in dem Moment, wo ihr nur Ohrenbohrungen lest und ihr solltet mittlerweile mitkriegen haben, die führen euch nicht in eine Kassette, das kostet nichts. Ihr fangt plötzlich an, aus denselben Worten der Bücher, die ihr gelesen habt, komplett andere Vorstellungen zu kriegen. Wenn jetzt hier welche sind, und das sind etliche, die seit 15 Jahren oder was die Bücher studieren bis zum Erbrechen, und es sind überreichlich Seiten, und da sind etliche dabei, die zum Beispiel die ersten 8 Bände mindestens 10 Mal gelesen haben. Natürlich viele andere, das zum Beispiel jetzt im Laufe von 15 Jahren, das sind ja dann, ist die Holoarithmetik gekommen, Reda zum Beispiel, man liest das erste Mal, dann was anderes und dann geht man wieder zurück, dann kriege ich Gespräche, die sagen, ich habe jetzt die Wiedergeburt wieder gelesen. Das ist der Wahnsinn, die Diana sagt, da ist jeder einzelne Satz, wenn man es verstanden hat, so auf den Punkt formuliert, das kann man nicht besser ausdrücken. Dann kriege ich wieder, ich bin du wieder gelesen. Wenn ich mal so auf die ersten 40 Seiten, ist alles drin, was ich euch jetzt sage, bloß extrem gezippt. Und die würden schwören, die sagen, da stehen Sachen drin, das muss ein anderes Buch sein. Ich sage, selbstverständlich. Das Buch verändert sich, obwohl du immer dasselbe Buch liest, ohne dass sich die Datei verändert, weil du plötzlich anfängst, die Metaebenen zu erkennen und nicht mehr an der Oberfläche hängen bleibst. Und das wird jetzt hier beim ganz normalen, egal welche Texte sind, viele sagen, ich höre lieber gern die Vorträge, die Sprache, wenn ich jetzt Liedchen reinstelle, so lächerliche Liedchen, was ist das hier, macht der Kindergartenzeug rein, das ist, kleinen Moment, das sieht dann ungefähr so aus. Und ihr werdet merken, alles, was in dir auftaucht, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Und es gibt überhaupt keine Zufälle. Ich versuche dich frank und frei zu machen. Und glaub mir, so ist es. So, jetzt mal für alle, die mich nicht verstehen tun müssen, tun, da. Verstehst?
Wenn ihr mich nicht versteht, dann müsst ihr halt Fränkisch lernen, dass ihr den Frankenschlumpf versteht. Moment, gleich sei. Schlumpf versteht. Jetzt kommt übrigens das Wort, das Lieblingswort bei Franken. Schlumpf versteht, ihr Zipfel. Das kommt jetzt dann gleich, lasst euch überraschen. Jetzt haben wir gleich, wenn wir da dabei sind, schieben wir gleich die zwei, drei noch nach, weil die nämlich sehr wichtig sind. Du sollst nie daran zweifeln, dass er der Herrgott ein Franke ist. Freilich. Du sollst deine Waffe leiden, wenn du nicht gefraucht wirst. Du sollst keinen Franken erichern, weil sonst gibt's ein drummer Schellen. Wir haben in Franken ja nur weiche Lauden. Willkommen da in der Schule. Wir haben ein Jetzt musst du mal, das lasse ich, können wir eventuell später und wir müssen Zeit sparen. Das ist so tief fränkisch, bei mir ja bloß B. Ich sage immer der Martin mein Nerd, das Martin. Du merkst schon, das Martin, das immer wieder so hart, das ist mir schleifend, das ist alles so, die Franken geht so, wo ich sage, zack, 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 zack. Sagen wir mal, meine Frau ist ja hier Norddeutsche, wenn die mal sagt, die Wurst. Wascht. Ich habe in Fegenstäbe doch so einen schönen Satz von mir hier. Wenn du deinen Blumenstock nicht gießt, dann verdorrt er dir. Mir tut der Mund dabei weh. Weißt du, was ich da dazu sage? Wenn dein Stuck nicht gießt, dann verdorrt er. Jetzt frage ich dich, ist das nicht Steno, sprachliche Steno? Lasst uns weitermachen beim Kraft. Schrieb. Und dann habe ich dann gelernt, also nach zwei, drei Stunden erst hinzuschauen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn das stimmt, was da steht, das ist ja total verrückt. Das ist ja dann den alles anders als andere. Ja. Ja. Und der hat was geschrieben, ist ihm eingefallen. Ich sage immer wieder, wenn ich jetzt die Udo-Geschichte zurückmache, so, ich habe gesagt, das Wesentliche in meiner Phase, die fast 20 Jahren, wo ich selbstständig war und den Laden gemacht habe, ist nicht Geschäfte und alles, sondern dass ich in der Zeit erkannt habe, dass die Physikbücher nicht stimmen, dass die so fehlerhaft sind. Das ist ungefähr so, wie wenn du ein Leben lang alle Jahrzehnte die Welt dieser Scheibe unterdeckst, dass die Welt gar keine Scheibe kann, sondern eine Kugel sein muss. Das ist ein höheres zweidimensional auf dreidimensional. Und jetzt ist natürlich, meine Götter waren die Physiker. Wenn ich mich jetzt so lustig drüber mache, als normal, meine ich jetzt den Brösel Udo in dem Buch, als junger Busch. Das war, ich habe populär, ich habe ja nichts gelernt, ich habe ja nicht einmal eine qualifizierte Schulbildung. Also der Mensch Udo jetzt, der Brösel, bin sitzen geblieben, vorzeitig die Schule entlassen, absoluter Legastheniker, in Deutsch immer 6. Ich habe mit Sprachen habe ich Riesenprobleme, man merkt es ja. Die verborgene Harmonie der Dinge. Und du hast die Möglichkeit, wenn alles in dir drin ist, habt ihr nicht begriffen, dass der Tempel Gottes in euch ist. Alles, was ich euch erzähle, was irgendeine Figur, ein Physiker euch erzählt, wenn du träumst, kommt es aus dir. Es ist eine Figur in deinem Traum, die von dir geträumt wird und alles, was du träumst, muss dir das erzählen, was du träumst. Jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der ist jetzt ein Gedanke, den du denkst und der wird so sein, wie du in dir denkst. Körperlich im Aussehen und in dem, was du glaubst, was in seinem Kopf drin ist. Gesehen hat es noch keiner. Du hast dein Leben lang geglaubt, dass du dieser Körper bist, dass du einen Kopf hast und in deinem Kopf ist ein Gehirn. Und wenn das zerstört wird, gibt es dich nicht mehr. Und ich sage, das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt, das als 100% sich sicher anzusehen, das ist ein Axiom, eine Grundannahme, die nicht mehr in Frage gestellt wird, eine Petitio Principi. Das ganze naturwissenschaftliche Weltbild baut auf Newton auf, der sehr gottesgläubig war, wenn man die Originale liest, jetzt in diesen Geschichten. Und es ist eine Grundannahme, wo die unteren, ich sage immer ein Kartenhaus, wo die unteren Karten fällen. Das ist schon die Evolutionstheorie. Ist so voller Fehler, es lässt sich nichts leichter widerlegen. Selbst arithmetisch widerlege ich das in Stegreif, denkt an meine Pyramide. Jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, all das ist schon in Vorträgen drauf. Das rein arithmetisch lässt sich das komplett widerlegen, dass hier diese Evolution, dass hier aus wenig Menschen, denkt an die Bevölkerungsexplosion, dass dann immer mehr Menschen werden. Das ist immer die Rechnung, ich jetzt selbst habt ihr mal ein bisschen Fantasie. Wir reduzieren das System der genetischen Fortpflanzung, wie die Biologen dir das erklären, reduzieren wir auf ein absolutes Minimum. Das heißt, wir denken uns jetzt einmal eine Welt, bloß ein allereinziger Mensch jetzt da ist und er ist 25 Jahre alt.
dieser 25-Jährige, das heißt, und jetzt um das ganz einfach rechnen zu können, dass immer, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das heißt, wenn zwei sich paaren, dass die 25 Jahre alt sind, dann muss 25 Jahre in der Vergangenheit müssen mindestens, allermindestens zwei Menschen gelebt haben, nämlich sein Vater und seine Mutter. Wichtig, ich habe gesagt, es gibt keine Vergangenheit, aber wir rechnen das einmal durch. Weil das ist ja so, ich bin da, weil meine Eltern sich vereinigt haben. Bin ich praktisch die Synthese geworden von Mann und Frau. Das heißt, es müssen vor 25 Jahren, wenn ich jetzt 25 wäre, müssen mindestens zwei gelebt haben. Vor 50 Jahren müssen mindestens vier gelebt haben. Stimmt oder stimmt? Und wohlgemerkt, die Zahl, die ich jetzt sage, beziehe ich nur auf diese Ebene, diese Zeit, diese vor 50 Jahren. Vor 75 Jahren müssen mindestens acht gelebt haben. Die muss klar sein, wenn wir jetzt auf die Ebene vor 50 Jahren schauen. Du darfst nicht einen einzigen rausnehmen, sonst gibt es mich nicht. Und jetzt gehen wir 1000 Jahre zurück. Das heißt, vor 1000 Jahren, das sind 40 Generationen. Gib mal in einen Taschenrechner 2 hoch 40. Das sind ca. 1,2 Billionen Menschen. Das heißt, wenn diese Art der menschlichen Entstehung stimmt, und da gibt es nichts daran zu rütteln, müssen im Jahr 1000 1,2 Billionen Menschen gelebt haben. Und jetzt mache ich nochmal einen Trick. Ich bin sehr nur in der, das wird mehr. Man meint immer, das ist ja so. Wieso ist das so? Kann ich eine ganz einfache Antwort geben, weil der Materialismus alles, was geistreich richtig ist, auf den Kopf stellt. Das siehst du dann bei Hawking mit einem Ereignishorizont. Das ist alles, es ist eine Sackgasse nach dem anderen. Die Einstein liest das So-Sein, Gott-Sein, dem Band 8 von den Ohrenbohrungen, ein ganz dünnes Büchchen, wo ich sofort erkläre, was der Fehler bei Einstein ist. Darum steht in Ich bin du, Albert Einstein hat in seiner speziellen Realitätstheorie ganz elementare Sachen übersehen, die will er jetzt richtigstellen. Das hat ihn in die Sackgasse der allgemeinen Relativitätstheorie reingetrieben, die natürlich auch ihren Grund hat, weil die spezielle Relativitätstheorie beweist eigentlich schon arithmetisch, dass es außerhalb deines Kopfes überhaupt nichts geben kann. Habe ich in Almener schon mal erklärt. Mache ich sehr populärwissenschaftlich in dem achten Band, wenn man die Gedankengänge mitgeht, aber wenn ich jetzt da wieder alte Sachen aufgreife, kann übrigens jedes 13-jährige Kind, kann ich das erklären, wie das funktioniert. Das Problem ist, wenn du wieder zu deinen Fachleuten läufst. Ich habe tausendmal erzählt, ich zitiere einen Physikprofessor, haben viele schon sehr oft gehört, lasst euch das auf der Zunge zergehen, ich zeige euch das Buch. Der erklärt Lichtgeschwindigkeit und der beginnt mit folgenden Worten. Für ein Proton, ein Lichtteilchen, für ein Photon, Entschuldigung, ein Lichtteilchen existiert weder Raum noch Zeit. Weil nach der Lorentz-Kontraktion, nach dieser Formel, wo man hier bei Lichtgeschwindigkeit diese Raum- und Zeitschrumpfung bzw. Dehnung berechnet, bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig in der Formel. Das heißt, für ein Photon existiert weder Raum noch Zeit. Das heißt, zu sagen, das Photon bewegt sich von da nach da, ist absoluter Blödsinn. Komma. Und der nächste Satz ist, selbstverständlich bewegt sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Das sind 300.000 Kilometer in der Sekunde. 10 Seiten weiter. Wir denken uns jetzt einen Adamant-Zerfalls-Prozess, wo zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Einstein-Rosen-Podolsky-Paradox für Physiker. Jetzt blätter ich 10 Seiten wieder vor. Bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn. Ich sage, der weiß doch nicht, was er spricht. Aber das sollte der mittlerweile mitkriegen, dass die alle nicht wissen, wenn sie dann in die Membran und in die Elektronen und das alles bewiesen, in ihren Teilchen reingehen. Das ist bis hin zu den Pyramiden im Fiegenstall-Vortrag. Wenn Sie hier die Pyramiden vermessen auf 1000 Millimeter genau und dann schaut ihr mal die Pyramiden an, wie die aussehen. Ein Steinhaufen. Die genauesten Vermessungen mit Lasermessgeräten auf 1000 Millimeter genau. Der Abstand Erde-Mond haben sie jetzt genau berechnet mit Laser, weil die haben ja bei Apollo einen Spiegel umgelassen, einen Laserspiegel und mit einem Laserstrahl können das jetzt auf 1 Zentimeter genau den Abstand Erde-Mond messen. Es sind Worte, die du jetzt hörst und du machst Vorstellungen draus. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. Ich kann mir jetzt einen Mond ausdenken, der ist aber nicht da oben. Und ich kann mir jetzt eine Gedankenwelle aufschmeißen, wo ich sage, die Gedankenwelle sieht aus wie ein Neandertaler und ich kann mir jetzt denken, dass der vor so und so viel 1000 Jahren gelebt hat. Ich denke es mir jetzt und der ist hier in meinem Kopf.
Das ist ein Faktum, das ist das, was dir der Erste erzählt. Das, was dir der Zweite erzählt, was angeblich hundertprozentig bewiesen ist, ist eine Schwätzerei. Und du wirst merken, wie hartnäckig deine Logik ist, immer und immer wieder. Das hat noch nie ein Mensch gesehen, dass der eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Was ist jetzt Astronaut? Astronaut ist jetzt ein Wort, das in dir eine Vorstellung auslöst. Was denkst du bei dem Wort Astronaut? An Trockennasenaffen, der in eine Rakete reinsteigt und hochfährt. Kann der Astronaut, den du dir jetzt denkst, was anders sein, wie du dir denkst? Kann der was anders gesehen haben, wie du jetzt denkst, mit deinem Wissen, das gar nicht dein Wissen ist, das ist dein Schwamminhalt? Stimmt oder stimmt? Ich betone, ich erkläre dir nicht, was du glauben sollst, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Alles andere ist dir selbst überlassen. Den kann man dann lassen. Dann über diese Techniken, das habe ich dann 10 Jahre praktisch wie durchgehalten und jede Nacht, auch sonntags, immer bis früh um 2, um 3. Und das habe ich dann alles mal zusammengefasst und letztendlich kristallisierte sich dann etwas heraus. Also ein völlig anderes Wissen, so was ich dann zusammengefasst hatte. Oder das ist übrigens auch interessant. Der hat nie Stimmen gehört, das sind 2 Vorträge drin, das ist einfach, es fällt dir ein. Ich muss ganz kurz immer diese Erfahrungswerte, aber ich gleite, um das ihr versteht, muss ich jedes Wort genauer aufbuschen in Beispielen, dass ich merke, es macht ein bisschen einen Kick, aber da haben wir die Zeit nicht dazu, obwohl wir unendlich viel Zeit haben. Weil ihr wollt ja unbedingt wieder raus in die Welt. Ist ja so, ich habe einen Termin, das ist wichtig, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich würde mich ja auch gern hinsetzen und von morgens bis abends die Ohrenbohrungen studieren, hat einer zu mir gesagt. Aber ich muss Geld verdienen, ich muss meine Miete zahlen, ich muss Geld verdienen, dass ich mir was zum Essen kaufen kann. So, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, was ist, wenn ich meine Rechnungen nicht zahle, dann komme ich ins Gefängnis. Nur sage ich, gut, das kann sein, wenn du das glaubst, würde es so sein, aber was ist dann? Dann hast du den ganzen Tag Zeit, die Ohrenbohrungen zu studieren. Du musst keine Miete zahlen. Du musst keine Miete zahlen, dir stellen sie jedes Tag was zum Essen hin. Das Schöne in deutschen Gefängnissen, wirst du ja nicht gezwungen, dass du arbeitest. Du kannst arbeiten zur Abwechslung, aber kann dir zum Beispiel, ist die Barbara noch da? Ich habe noch gar nicht, mein Barbara. Barbara, ist die heute da? Das ist hier, der Peter war im Gefängnis, ein Maler. Der hat Ölfarben gekriegt, der hat Farbe gekriegt, der durfte malen. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel im Gefängnis, ich will in der Arbeit, ich will die Bibel übersetzen, dann kriegst du die Bibel und ein Schreibzeug und du musst nicht arbeiten. Wir sind ja hier nicht in Gulag. Zwangsarbeit. Viele reißen sich drum, dass sie was tun dürfen, aber das muss nicht sein. Das heißt, du kannst von morgens bis abends so am Morgen studieren. Wer sich in sein stilles Kämmerchen zurückzieht und von morgens bis abends die Dora studiert, heißt es im Sefer Maimonides, dem wird der Tod nicht finden und er wird feststellen, jeden Tag ist genug da. Stimmt, Redo? Er kennt das Sefer Maimonides. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir ein bisschen einen Schritt weiter. Den haben wir jetzt auch durch. Da unten habe ich meinen Harry wieder, siehst du das? Wir machen jetzt hier weiter, jetzt muss ich das neu aufmachen. Kleinen Moment, ich hole mir uns nochmal unsere 2, weil jetzt sind wir schon wieder so. Ich wollte es zügig durchziehen, den hat er jetzt beim Runterfahren. So, das wollte ich jetzt zügig durchziehen, ich mache das ganz kurz an Stellen. Da ist uns abgestürzt. Die Elge haben wir gehabt. So. Schau mal, Elge, verwelken. Bin ich doch ein böses Ding, oder? Bin ich ein böses Ding? Das muss ich nochmal zurück. Entschuldigung. Jetzt haben wir vertippt. Ja, ich war zu vorschnell. Das hat mich jetzt so rausgeschmissen, der Joke.
So, jetzt schauen wir da ganz, da waren wir gerade gestanden. Jetzt pass auf, jetzt bitte einfach nur zuhören, nicht kompliziert. Es ist so mundgerecht alles. Die Ohrenbohrungen, die bauen und man kann die auf einmal lesen, nicht fassen. Es ist, die werden vollkommen neu und die werden immer wieder was zu neue Ebenen kriegen. Mir geht es bloß jetzt, diese Dora ist ein Computerprogramm, das ist gezippt. Da waren wir hier. Dieser, wir können jetzt zum Beispiel das sofort im Original anschauen, wie sich das zusammensetzt mit dem Dennach. Das hat es ja damals überhaupt noch nicht gegeben. Das musst du ja zuerst eingestellt werden. Du kannst mit jeder Reifestufe kannst du das hier rein tun. Das heißt, der gesamte Vers 14, 1 Truben und so sieht es auf Hebräisch aus. Und jetzt ist es hier und dieser hebräische Vers, wo wir jetzt in den Dennach reingehen. Warte mal ganz kurz, habe ich da wie. Ja, das machen wir jetzt nicht, sonst brauchen wir zu lang. Dieser Vers, wenn du mit dem Dennach Stück für Stück die Dinger abrastest, wirst du feststellen, was hier wohlgemerkt übersetzt in der Bibel steht, nur eins ging Ruben zur Zeit der Weizenernte. Da steht drin, laut Wörterbuch und im, übrigens noch wesentlich mehr, ich habe jetzt nur das Interessante raus, und im Haus geborener wahrlich Sohn gebären eine Lithografie, auch Steinzeichnung, prophezeien Sehkraft über Nacht im Augenblick in mir. In mir große Seebühne, Aufführung. Wer inszeniert das Ganze? Bühne zur Schau, bestimmt Lebewesen ist Weize, jetzt an der Zeit. Das ist drin, das kannst du sofort überprüfen, arithmetisch. Du musst kein Genie sein und benötigst nur ein gutes Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, um diese Übersetzung auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Das ist übrigens hier, wenn ich Rabbis oder was, wo ich schon bei mir gehabt habe, wenn ich denen das zeige, das sind so Stellen, das ist für die vollkommen neu, weil man sich ja an Regeln hält. Diese Art der richtigen Transformation in die deutsche Sprache enthüllt die im Gegensatz zu den dir bekannten Transkriptionen die unverfälschte Rekonstruktion meines ursprünglichen Sinngehaltes. Es handelt sich hier also nicht schon wieder um eine neue Auslegung der Bibel, sondern um die wirkliche unverfälschte Interpretation, die 1:1 Übersetzung des ursprünglichen Schöpfers dieser Offenbarungsschrift. Wie musst du nun, wenn du dieser Tatsache immer noch misstrauen solltest, vorgehen, um diese Behauptung selbst nachvollziehen zu können? Alle meine Offenbarungen stellen ein widerspruchsfreies und harmonisches Ganzes dar. Nochmal, ich predige keine Feindbitte, ich sage dir alles, prinzipiell alles, was du zu erleben bekommst in deinem jetzigen Traum, hat einen Sinn. Das ist wie ein Puzzlestück von einem heiligen Ganzen. Denkt an unsere Glaskugel, die zerspringen wir in tausende von Puzzleteile. Und wenn wir die wieder heil machen wollen, müssen wir die wieder, darf kein Puzzleteil fällen und du darfst auch kein Puzzlestück verändern. Und jetzt nimm jeder Gedanke, jeder Hauch von einem Gedanken, der in dir auftaucht, betrachte das einmal wie ein Puzzlestück. Interessant schon wieder das Wort Butzel. Butz heißt ausgestreut, ausgebreitet und Zell heißt Schatten. Das sind Puzzlestücke. Jede Seite, jede Internetseite, jede Facette, jedes Gefühl, jeder Bups, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück. Wenn irgendwas in dir auftaucht, heißt es, du stellst ein Puzzlestück heraus, dann kriegst du ein Loch, da habe ich auch viele Beschreibungen, du stellst es vor dich hin und du kannst es nur wieder zurücklegen, wenn das genauso bleibt, wie es ist. Wenn du jetzt das wegschmeißt, verdammen willst, alles, was du bekommst, entheiligst du dich selber. Wenn du ein Puzzlestück an der Form veränderst, zum Beispiel du schneidest ein Stück weg, dann kannst du es zwar zurücklegen, aber du bleibst trotzdem heil, unheil. Wenn du hier meinst, du musst die Form verändern, was dran verändern, was hinzufügen, kannst du es nochmal zurücklegen, bleibt dieses Loch. Jetzt lese wieder meine Offenbarungsschriften. Ganz am Schluss der deutschen Bibelübersetzung, in der Apokalypse, in der Enthüllung, wo drin steht, stille stehen wir die Zeit, es gibt nur noch jetzt. Und der erste Himmel und die erste Erde, in Klammer jetzt von mir hinzugefügt, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Du solltest aber einen Respekt haben vor deinem Vater. Nicht Angst. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und diese Puzzlestücke, das ist das immer, wo ich sage, wir schauen einfach nur, wir wollen nichts verändern, verstehen. Holofeeling ist eine andere Ebene, es ist die komplette Synthese auch aller Religionen. Was ich rede mit dir, heißt es hier vorne in einem christlichen Kontext, weil du in deinem Hintergrundprogramm, auch wenn du sagst, ich glaube nicht an Gott, du bist in einem christlichen, dein Schwamminhalt ist extrem christlich geprägt, jüdisch geprägt. Wir können das im Koran, mache ich jetzt gleich, dass ich ihn nicht vergesse, wir lesen dann nochmal ein bisschen Koran. Bevor wir weitermachen, schieben wir gleich schnell rein, aber nicht allzu lang.
Machen wir ein bisschen, nicht allzu lang. Machen wir ein wenig, ist auch. Ich habe kein Problem mit den Suren. Wir können richtig spannend, so wenn wir in die Up-Arne Schaden gehen. Das wird natürlich sehr, sehr heftig, weil das sehr, sehr viel zu lesen ist. Jetzt passt doch mal auf. Machen wir ganz einfach mal hier, wir fangen ganz vorne an. Wir fangen die erste Sure. Jetzt ist das einfach, ist einmal Standard, das ist jetzt der Koran. Und zwar in vier verschiedenen deutschen Übersetzungen. Das ist bei weitem, ich habe ja gerade gesagt, die Übersetzungen sind einseitige Auslegungen, aber das sind jetzt autorisierte Übersetzungen, das erste Sure, erster Vers. Und die erste Sure ist ja ganz kurz, das ist bloß eine Beweiterung. Also fangen wir mal mit der Öffnung an. Und du wirst jetzt merken, die ganzen Moslems, die du dir auslegst, haben keine Ahnung von ihrem Koran, weil da eigentlich alles, was jetzt ISIS oder alle Fanatiker, Türkei, 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 all das ist, die kriegen eigentlich, die brechen hier schon die ersten paar Verse. Schau mal ganz kurz rein. Wichtig, Allah nennt sich wir, Pronomen. Ich sage immer, wir sind ich. Ich mache jetzt ein Selbstgespräch. Und Geistesfunk, das ist so eine kleine Facette der Geistesfunk, das kleine Photon, Energie, Licht, das ganze heilige Licht, meine schöne Metapher mit dem Katz, mit der Wunderkatze, mit dem Sternwerfer. Habe ich zigfach schon gebracht, die ausgestreut werden, aber wir können ja den Film rückwärts laufen lassen. Und dann fällt es wieder in eins zusammen. Das ist die Physik, sagt ja, die Formeln sagen vor, du kannst die Zeit umkehren, was natürlich der Materialismus sagt, das ist nicht möglich. Wisst ihr, wieso das so ist? Weil die das glauben, dass das nicht möglich ist. Aber selbst die Frage stellt sich gar nicht mehr, wenn du weißt, dass es überhaupt keine Vergangenheit, dass wir hier die sogenannte longitudinale Hochkant Anoggi gestellt haben und jetzt eigentlich nur Bilder aus uns aus verschiedenen Tiefenschichten heraufholen, die auch dann da sind, aber im Kontinuum unter uns, auch wenn wir sie nicht ausdenken, dieses Sein und Existieren rot-blau. Also pass auf, wir machen einmal ganz kurz hier nur, lest die erste Spalte bitte. Dem Meister des Gerichtstages, dir allein dienen wir, interessant, und zu dir allein flehen wir um Hilfe, führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, die nicht dein Miss fallen, Miss ist die Frau, das ist deine Logik, die Feldern, das werden die Wellendäler erregt, habe und nicht irrgegangen sind. Die Kuh wollen wir doch, ich wollte die zweite, Entschuldigung. Das ist also die Beweihräucherung und jetzt fangen wir da mal an. Dies ist ein vollkommenes Buch, es ist kein Zweifel darin, eine Richtschnur für die Rechtschaffenden, die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was wir ihnen gegeben. Geck ist das Ausgedachte, ist eben. Ich kann auch sagen, eben jetzt. Und die glauben an das, was dir offenbart wurde und an das, was vor dir offenbart ward und fest auf das bauen, was kommen wird. Wir öffnen. D heißt Öffnung. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen und sie werden Erfolg haben. Die nicht geglaubt haben und denen es gleich ist, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihre Ohren und über ihren Augen liegt eine Hülle. Und ihnen wird schwere Strafe. Über ihren Augen, das sind deine Gedankenwellen. Unter den Leuten sind solche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag und sind gar nicht Gläubige. Sie möchten Allah betrügen und diejenigen, die gläubig sind, doch sie betrügen nur sich selbst allein, sie begreifen es nicht. In ihren Herzen war Krankheit. Krankheit übrigens, das hebräische Wort ist Chola. Das heißt das Weltliche. Das Wort, hebräische Wort Krankheit heißt auch das Weltliche. Blau, Kafkol. Und Allah hat ihre Krankheit vermehrt. Wir sind zurzeit in dem Zustand. Schau in keine Zeitung rein, weil die Welt, die du dir ausdenkst, wenn du nachblabberst, wird immer schlimmer. Und da gibt es keinen Ausweg. Ich trenne jetzt die Spreu vom Weizen. Von aus nach innen muss führender Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Das ist das erste Gedicht in Ich bin du. Und eine qualvolle Strafe wird ihnen, weil sie logen, Lügner sind. Das sind alle Materialismus. Das muss ich aber gleich sagen, das klingt jetzt böser, wie es eigentlich ist. Weil nochmal, du quälst dich selber, der Geist, der mir jetzt tue, der kann nicht vernichtet werden. Das ist immer wieder so mein großer Joke, dass ich sage hier, also was machst du dir Gedanken? Das ist, du bist ewig, ob du willst oder nicht. Also ich kann dir gar nicht drohen, dass ich dich wegmache, vernichte, weil du bist ja schon nichts. Du wirst auch ewig leben.
Das ist unter mein Christuszeichen dieser lateinische Satz, wenn ich mein IUB-Zeichen habe. Das steht auf Lateinisch schlichtweg und einfach, und wenn die Welt um dich herum im Fetzen geht, du bist der Einzige, der überbleibt. Und wenn ihnen gesagt wird, stifte keine Unruhe auf Erden, antworten sie, wir sind nur Förderer des Friedens. Höret, gewiss sind sie es, die Unruhe stiften, allein sie begreifen es nicht. Ich muss nicht weiterlesen. Das sind die, die besonders meinen, sie sind die richtigen Moslems. Wenn du jetzt weitergehst, kommen dann so schöne Sachen hier. Moses hat euch die Gesetze gegeben. Nochmal, für jeden Muslim die 10 Gebote geltendes Recht. Das ist ein Grund, steht dann drinnen. Mose hat euch die Gebote gebracht. Warum haltet ihr euch nicht dran? Sagt jetzt Allah, wir. Dann habe ich euch den großen Meister Jesus Christus geschickt. Der hat euch das nochmal ganz klipp und klar in einfachen Worten erklärt. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wahrlich, ich sage dir, Abraham und sonst wer war, bin ich. Warum vertraut ihr ihm nicht? Warum vertraut ihr seinen Worten nicht? Die Juden haben diese Schriften und achten sie nicht. Die Christen haben diese Schriften und achten sie nicht. Und jetzt kommt ein ganz süffisanter Satz. Und dann gibt es die total wahnsinnig, ich mache jetzt das etwas bauschig, etwas auf, aber sinngemäß korrekt übersetzt. Und dann gibt es welche, die sind sich hundertprozentig sicher, dass sie wissen, was Sache ist. Und die haben gleich zweimal keine Ahnung. Das sind die Moslems. Also ich mache jetzt Reihumschlag, ich watsche alle ab. Jetzt pass auf, das lass mal gut sein, wir machen bloß einen Sprung, wir schauen mal so, zum Beispiel 65, Vers 65. Was sagt uns das spontan? Wir können ja bloß rot-blau lesen, 60 ist Raumzeit, 5 ist Wahrnehmung, wir sagen einfach 65 ist raumzeitliche Wahrnehmung. Raumzeitliche Wahrnehmung, jetzt fahren wir mal in Vers 65 runter. Wir können jetzt, wenn du willst, 4 Wochen nur in Koran lesen, mache ich dir aus dem Stegreif und sag dir jeden einzelnen Vers. Einige Verse habe ich, was ist das, wo ist die Muslims drin, wo ich den ganzen Schure, weil ich weiß nicht, bin als Uda bin ich zu vergesslich. Schauen wir uns den Vers 65 an. Die Formel 19, du schaust die Latte. Ja, aber auch raumzeitlich. Es ist immer raumzeitliches Geschwätz, wenn du es liest. Das sind dieselben, ist alles mit drin. Hör zu und gedenke der Zeit. 65 brauchen wir, sorry. Und sicherlich habt ihr Kenntnis von dem Ende der unter euch, die das Sabbatgebot übertraten. Sie sprachen, so sprachen wir zu ihnen. Wir ist Allah. Seid den Affen verachtete. Lest den Nächsten. Ihr wisst doch Bescheid über diejenigen von euch, die sich hinsichtlich des Sabbats eine Übertretung schuldig gemacht haben, woran wir zu ihnen sagten, werdet zu abgestoßenen Affen. Nächste Übersetzung. Sie werden ausgestoßene Affen, werdet affenähnliche, verächtliche Geschöpfe, werdet zu ausgestoßenen Affen. Der Koran haut euch die Wahrheit genauso um die Fresse wie das Christen, die Upanishaden und das Neue Testament und das Alte Testament. Das große Problem ist, du wirst es nicht verstehen, wenn du zu irgendeinem Fachmann gehst, der dir da irgendwelche Vorstellungen impliziert, weil das angeblich so ist, weil er nur nachplappert. Gut? So, und jetzt fangen wir da weiter. Jetzt kommen wir, Entzifferung. Der Anfang von allem sind die von mir stammenden Worte, da fahren wir jetzt runter. Dass du die Bibel als Einheit zu betrachten hast, solltest du schon daran erkennen, dass die in den deiner Bibel zugrunde liegenden heiligen Rollen, das ist übrigens das Volumen. Das Volumen hat nichts zu tun mit Raum. In der Wissenschaft wird das V-Volumen für Rauminhalt genommen. Es gibt keinen dreidimensionalen Raum in einer Cyberspace, in einer virtuellen Welt. Es gibt 2 Quadratflächen. Es wird reine Physik, Geometrie. Läuft voll synchron mit allen Formeln in Physikbüchern und mit dem, was in der Dora beschrieben ist. Das Problem ist nicht, was da drin steht, sondern was eure Fachleute euch erklären und die plappern ja nur das nach, was man ihnen erzählt hat. Das heißt, wenn du zum Pfarrer gehst und lässt dir die Abraham, ich sage immer wieder so schön, die Kain und Abel Geschichte erzählen, dass der Kain den Abel erschaffen hat. Kain beginnt mit Kof, Kof ist das hebräische Wort, der Buchstabe Kof heißt auch ausgeschrieben Affe. IN heißt, der Affe ist eine intellektuelle Existenz und er erschlägt den Abel. Da steht dafür Hebel und Hebel heißt eigentlich eine Nichtigkeit. Das heißt, der Geist, der mir zuhört, ist eigentlich nichts und du erschlägst deinen eigenen Geist mit dem Affen, der du zu sein glaubst, weil du ja nicht sein willst. Und dadurch wirst du unstet und flüchtig. Das heißt, du rennst jetzt durch Raum und Zeit in einer Illusion, mit der du dich verwechselst. Jetzt habe ich das ganz kurz gemacht, das wird wirklich unendlich tief.
diese heiligen Rollen, das Volumen, Vollverräter, Revolver, denk an den Aufzug, ist das hier. Das sind deine Gedankenwellen. Das ist das Volumen, das entsteht, wenn du diese Rast, wie eine Datei, die du abrastest, ein Buch, die Wörter, die sind alle auf der tieferen Ebene, alle Seiten, alles gleichzeitig und du kannst immer nur eins rausheben. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt eine Zeile anschaust, wo hier steht, da haben wir doch. Schau, da steht jetzt alles gleichzeitig. Wenn du auf die höhere Ebene willst, die Oberwellen, Ich mache jetzt aus etwas, was du siehst, ob du das jetzt feinstofflich nur sprichst im Kopf oder aussprichst. Eines kleines Beispiels in deiner gewohnten Sprache veranschaulichen. Das heißt, jetzt sagst du, das kommt nacheinander. Aber sagst du, sprichst du nicht jedes Wort jetzt? Und jetzt schaust du das an und sagst, die Worte sind nacheinander kommen. Merkst du die Schizophrenie? Übrigens, das Wort nacheinander beginnt konsonant mit NCHET. Das heißt, N steht für existieren und CHET steht für eine Kollektion. NCHET ist eine existierende Kollektion, das ist das hebräische Wort für ruhend. Der Noah, da steht nur in der Bibel NCHET. Noach ist ruhend. Dann kommt nach Ain, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir machen das Ain einmal mit einem Aleph vorne, oder beziehungsweise mit einem Elef. Ain heißt nicht existierend. Das Ruhende ist nicht existierend. Das ist die Datei im Hintergrund, wenn du ein Buch, einen Roman liest, habe ich gesagt, löst sich der Roman auf und du hast nur noch die Sachen, die rausgeneriert werden. Die Datei, wenn du YouTube hast, hast du noch die Datei. Sobald du den Film anschaust und das groß machst, denkst du nochmal an die Datei und dann existiert sie nochmal. Sie ist selbstverständlich noch in einer Form von Sein auf einer tieferen Ebene. Macht das einen Sinn? Es ist reine Physik, göttliche Physik, stellt alles auf den Kopf. Ist übrigens nicht für die Masse. Also wenn du jetzt wieder meinst, das muss doch die Menschheit wissen. Das müssen doch meine Gedanken wissen. Dann musst du halt welche denken, die es wissen. Aber dann musst du es das wissen, dass du dir einen ausdenken kannst, der das weiß. Jetzt pass auf, jetzt schau da mal hin. Ich zeige euch, ähnlich wie ein Computerprogramm, wir zippen jetzt das. Das heißt zum Beispiel, wenn du die Zeichen für den Himmel genauer betrachtest, findest du darin auch das Wort Im. Im ist ja Im ist das Meer. Ha-Im, im Hebräischen ist das H, wenn wir das jetzt hebräisieren, haben wir die Möglichkeit, das H ist Artikel, das heißt das Meer. Das ist absolut korrektes Hebräisch. ML ist jetzt ganz interessant. L ist das einmal, wenn ich das mit einem Elif schreibe, ist es Gott. Wenn ich es mit einem Ein schreibe, mit einer 70 schreibe, heißt es Joch unter anderem. Auch hochheben, hinaufheben, ein Joch. Schau mal, ein Joch, wer kennt denn ein Joch? M heißt Gestaltwerdung, wir können aber eben als Vorsilbe im Hebräischen heißt von hin, das ist der Himmel, das ist das Meer und seine Gedankenwellen ist oben und Gott, das Meer ist unten und genau in der Mitte ist, darum heißt es im 6. Vers, es entsteht eine Rakia und Gott teilt sich selber in ein Oberhalb und in ein Unterhalb, weil er in der Mitte ist. Wenn wir jetzt reingehen, Stück für Stück im Dennach, super Spezialist ist der Redo. Die ganzen Tipps, die Worttipps, dass der Tausende und Abertausende von Kombinationen durchprobiert hat und der sagt, das zieh dich rein. Und jeder einzelne Vers, umso länger du dich damit beschäftigst, wenn du den entzippst, ist immer genau das, was ich in einfachen Worten jetzt euch erkläre. Schaut mal, da ist das Wort Im und jetzt können wir dieses selektieren. Wir stellen jetzt dieses Im nach unten. Das heißt, du findest darin das Wort Im. Man kann also aus diesem Wort, wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, auch im Himmel rekonstruieren. Es werden meine präexistenten Zeichen, bla bla bla, das erfahre ich und jetzt mache ich für einen Deutschen, dass ihr es gar nicht hebräisch wissen müsst, das ist du bist ich, der zweite Band. Ich mache jetzt das einmal der Zeichenkette. Ich will dir diesen Vorgang in deiner Sprache demonstrieren. Schau die Zeichenkette an. Oberflächlich betrachtet ergibt das natürlich keinen Sinn. Du bist also gezwungen, diese Zeichenkette in von dir verdaubare Happen einzuteilen. Das machen übrigens jetzt die von uns jetzt ausgedachten alten Juden, nehmen ihre Zeichenrolle und das Erste, was die machen, sie teilen diese zusammenhängende Kette, der Urtext, habe ich aus das Buch heraus, diese Dora-Rolle ist eine durchgehende Reihe, die nur an manchen Stellen mit einem abgesetzten P und einem Samech, müssen wir jetzt nicht so aktiv gehen. Das Wissen, da müssen wir jetzt wirklich in die Geheimwissenschaft gehen. Und da haben dann auch die ganzen Freimaurer und die Leute, wo du hast keine Ahnung mehr, weil die nur nachplappern. Diese Reihe wird zuerst einmal in Worte eingeteilt. Jetzt kommt natürlich das nächste Problem, dass die Zeichen so vielfältig auszusprechen sind. Und jetzt ist die Punktierung
gekommen, wie man das aussprechen muss. Und erst dieses Aussprechen macht dann das Bild. Das heißt, wenn du ein Wort entheiligst, ich sage immer wieder, jede dieser Konsonantengrüppchen ist eine Tasse und die Haufen Wörter, die du im Gematrie Explorer siehst, sind die Perspektiven von dieser Tasse. Das heißt jetzt, ich mache mal ganz grob, dass ihr es euch vorstellen könnt, wir sagen mal, die hebräische Radix wäre Küche. Und was bedeutet es? Und da steht dann Kühlschrank, Wasserhahn, Gewürze, Herd, die oberflächlich betrachtet überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Erinnert euch an das Geb. G, die 3 wird 2. Und da steht jetzt plötzlich hier hinauf, aufwölben, aufwölben und dann wieder senke, Höhle, Grube, absenken. Weil die Polarität drin ist. Im Hebräischen, jedes Wort, das übrigens vernichten heißt, fast jedes Wort heißt auch vervollkommnen. Weil in dem Moment, um vollkommen zu werden, muss ich die Welle vernichten. Nochmal, immer dran denken, immer wenn sich was widerspricht, gehört es untrennbar zusammen. Wenn du das verstehst, kommst du auf eine höhere geistige Ebene. Gut, jetzt passt auf, jetzt teilen wir Worte ein. Ein seltsamer lebt, den Himmel kennt. Das ist die Kette. Und jetzt machen wir dieses Spiel. Passt auf, ich habe jetzt hier genau gesagt, du kannst jetzt, muss ich doch da kurz reingehen, das ist jetzt nur ein kleines, in Wirklichkeit ist es noch viel komplexer. Wenn du dich mit Computer-ZIP-Programmen auskennst, ist nur, ich versuche Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung, wie sage ich es meinen Kindern? Jetzt pass auf, mir dann jetzt, dass du meiner ein seltsamer lebt, ist zu ersehen und jetzt pass auf, jetzt machen wir dieses Überspringen von Zeichen. Du kannst jetzt lesen, dieser Text, wenn wir das entschlüsseln, eine Eins ist eine Insel. Hebräisch heißt Insel übrigens Ai. Ai ist der Schöpfergott. Ein Wellenberg, der in dir auftaucht aus dem Meer, der du immer bist, taucht in dir eine Gedankenwelle auf. Diese Gedankenwelle, der Wellenberg, dort der dieser Geist, das Wasser des Gottes ist, ist eigentlich eine Insel aus Wasser, aus Geist. Geist kann Geist nicht sehen, Geist ist nichts, aber durch dieses Herausheben entsteht es Tal, Teal. Das ist die Erscheinung, die jetzt in Gott in Erscheinung tritt. Eine Eins ist eine Insel, ein seltsamer lebt. Das bin ich. Bin schon ein seltsames Früchtchen, ne? Aber dir muss klar sein, du treibst mich zurzeit aus. Er ist ein seltener Samen, er Meer. Er ist das Meer. Er lebt im Himmel. Er lebt Eden, das Paradies. So wird es nochmal übersetzt. Gibt aber noch, Eden heißt noch eigentlich andere Sachen. Elge kennt Melken. Wenn der letzte Satz in diesem Kontext für dich keinen Sinn ergeben sollte, liegt das nicht daran, dass er in diesem Kontext keinen Sinn macht, sondern daran, dass du diesen noch nicht erfassen kannst. Und da will ich jetzt nicht weiter, bloß dass ihr ein Prinzip, einen Hauch von einer Ahnung kriegt. Ich zitiere jetzt nochmal, wir denken uns eine Diana aus, nach Wien, die hier extrem schreibt zurzeit an ein Kabbalabuch, Heilig Drei König vielleicht hat einer gelesen. Das ist ungefähr der Zustand, wo unser Michael Kraft erlebt. Und die sagt, Udo, die ist dermaßen erschüttert, der ist nicht, die hört keine Stimmen. Das ist ganz normal, wie du grübelst als Kind und sagst jetzt, die ist ja nicht so Maschinen schreiben oder was. Sie ist einfach neugierig, sie schreibt, ihr kommt was in den Sinn, ganz normal, wie wenn dir was einfällt. Irgendein Wort, jetzt wird sie aber sehr genau, sie beschäftigt sich intensiv. Sie sagt, wenn ein Wort in dir auftaucht, hast du ja in der Regel sofort eine Vorstellung, was das bedeutet und das ist schon die Falle. Da habe ich genügend Beispiele, Mathematik heißt nicht rechnen. Viele, viele Wörter, die du sehr einseitig auslegst, sind nur übertragenerweise, wenn du in Etymologie-Wörterbücher reingehst. Eine schöne Sache ist der Zirkel, zu dem kommen wir jetzt dann gleich. Das Zentrum, normale Menschen, laut Programm, weil das dein Glaube war. An was denkst du beim Wort Zentrum? Mittelpunkt. Mit L, L ist Gott in einem Punkt. Zentrum heißt aber eigentlich, das lateinische Wort Zentrum kommt aus dem Griechischen, das heißt nicht Mittelpunkt, sondern Stachel. Stachel. Ochsenstachel. Bienenstachel. Das ist das Zentrum. Nein, das ist ein Stachel und dass das jetzt in der Mitte ist, hängt damit zusammen, dass man an einen Zirkel denkt. Das ist aber übertragenermaßen, ist zum Beispiel auch das Wort Glaube, Glauben. Die entscheidende Radix dabei ist das AUP. GL, rot gelesen, ist das geistige Licht. Und AUB, wenn man jetzt nur das zusammen, A ist immer der Schöpfer oder die Schöpfung, U ist aufgespannt, B ist Polarität. Ich könnte jetzt lesen, zum Beispiel, die Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität. Und dieses Wort hebraisiert,
ist die Beschwörungskunst. Die Grube, aber auch der Toten, die Beschwörungskunst, der Zauber und die Totenbeschwörung, dein Glaube. Da kannst du natürlich jetzt dann die Traube. Kommt euch das bekannt vor? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jetzt irgendeiner, zum Beispiel Jakob Lorber, da spreche ich von Gehirntrauben, dann höre ich wieder welche, der schreibt ja alles vom Lorber ab. Ich sage dann, ihr Deppen, ich bin der, der es ihnen diktiert hat. Das habe ich als Lorber Christus auch nicht gewusst. Wahrlich, ich sage, die Jesus war, war ich. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das bezieht sich auf ein Buch. Wenn du auf die Ebene der Bibliothek kommst, sagst du, dein Bücherregal liest du durch. Und erst wenn du alle Bücher verstanden hast, alle Fachgebiete durch hast, alle Regionen durch hast, dann verstehst du, wie die zusammenhängen. Zeit spielt in dem Spiel keine Rolle für etwas, was nicht vernichtet werden kann. Weil es etwas ist, was nicht existieren kann. Gott kann nicht existieren. Gott kann nicht selbst aus sich selbst heraustreten. El Hayom, Gott, das Meer, wie sieht die Oberfläche aus, wenn ich dem Meer die Form von dem Meer gebe? Ich mache immer ganz statt dem Meer die Gnede, die 200 Gramm rote Gnede, wo sich ständig die Form verändert. Sobald ich eine neue Form mache, wird die bestehende Form zerstört. Man muss das immer wieder hören. Das sind immer so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt wieder sage, schau mal die Box an, schau die Box an, schau hin. Dann taucht immer, wenn was auftaucht, fällt dir nicht auf, dass im selben Moment der Udo in sich zusammenfällt in dir. Und sobald ich die Box sehe, kann ich mir feinstofflich, obwohl der Udo nicht da ist, den Udo jetzt denken, der ist jetzt der Hintergrund, weil ich sage, das war das Bild, das ich vorher gesehen habe. Es gibt kein Vorher, das denkst du immer jetzt. Ich füge das nochmal genauer an. Wir machen ein Buch, wenn ich wissen will, was da drin steht. Jetzt ganz einfach. Sonst, ich muss zuerst einmal aus dem 1 2 machen. Ich brauche einen Unterschied. Jetzt habe ich eine Doppelseite vor mir, die natürlich einen Hintergrund hat. Das ist, aber das lassen wir einfach mal, mir sagen, die Flächen, die zwei Flächen werden unendlich groß. Das heißt, das ist These und Antithese. Jetzt muss ich mich zuerst einmal entscheiden. Jetzt, ich rede mal, du fängst an, auf der linken Seite zu lesen. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst zu lesen, ist es hochinteressant. Solltest du jetzt an die rechte Seite denken, jetzt hier, ich mache so, solltest du an die rechte Seite denken, dann sagst du, die war vorher, die kommt noch. Kannst du dir vorstellen? Wenn du dran denkst, wenn du nicht dran denkst, ist sie trotzdem da, aber dann ist sie eben, weil sie im Seinszustand nicht existieren. Jetzt hast du aber dasselbe Problem, wenn du eine Seite anschaust, sind ein Haufen Zahlen da. Das heißt, wenn du jetzt in der oberen Hälfte bist und du solltest an die untere Hälfte denken, rede dir deine Logik ein, dass die erst noch kommt, die muss ich noch lesen. Bist du in der unteren Hälfte und du denkst an die obere Hälfte, sagst, die obere Hälfte habe ich schon gelesen. Aber was du denkst, denkst du jetzt. Bewusstsein und Unbewusstsein ist eine Polarität. Das heißt, Bewusstsein ist der, der schaut, und Unbewusstsein ist das, was du anschaust. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, ist Unbewusstsein. Es sind Schatten auf der Leinwand, das Bewusstsein, das sich dabei nicht verändert, ist das Licht. Mein schöner Satz, Mensch, da bin ich neben mir gestanden. Da ist eine Bewusstwerdung von Unbewusstsein. Und sofort drehst du wieder die Longitudinale und sagst, ich war vorher unbewusst, obwohl du dir doch diese Unbewusstheit jetzt denkst. Das ist das Überwinden der Zeit. So. Und jetzt aber. In superschnellen Schritten. Jetzt wisst ihr, ich gehe da nicht drauf ein, aber jetzt habt ihr das Prinzip. Das schreibe ich jetzt nicht dazu, sondern was da schon drin steht, wenn man das so in Zippen wie gerade, haut es euch im Vogel raus. Jetzt pass auf, wer ist das? Ich habe gerade schon angefangen. I, rot geschrieben, ist praktisch der kleine Gott. Das heißt jetzt, das ist eine Gedankenwelt, wo man nach außen stellen, ist eine raumzeitliche Erscheinung, beziehungsweise abtrünniger, geöffnete Schöpfung wird zur Raumzeit. Wer ist das? Ist das der Mensch Barack Obama, der sich im Spiegel betrachtet? Nee, das ist hier Schatten auf einer Leinwand, wenn du es anschaut, oder Pixelmännchen, je nachdem, wo du bist. Du musst dir bewusst machen, was jetzt ist. Ihr Menschen, ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Und das kommt daher. Jedes dieser Schriften ist ein hochkomplexes Kleinod.
ihr könnt das alles, ich sage immer wieder wirklich, jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen, wenn ich mitlese, pass auf, wir schauen mal Schizo. Das sind jetzt Wissenschaft, ich mache immer Wikipedia, nicht, dass es die wissenschaftlichen Sachen sind in Wikipedia alle gut, problematisch wird, wenn es um zeitgeschichtliche Menschen oder was geht, da wird es sehr manipulierend, aber normale Wissenschaftseinträge oder Spracheinträge sind in Ansätzen zu gebrauchen, da kann man schnell zurückgreifen und das sind jetzt immer die Originalsachen und die kommentiere ich dann etwas. Und wir schauen jetzt als erstes einmal zum Beispiel, schauen wir uns an, Licht. Masse. Masse ist kein, mache ich mit geistreichen Anmachen. Schaut, lasst euch das immer auf der Zunge zergehen. Nur das da unten. Eine Lichtsekunde hat eine Länge von 3 mal 10 hoch 8 Meter. Jetzt kommt schon das Geheimnis Meter. Ich mache jetzt aus diesen Buchstaben, ich teile das ein und mache aus den Buchstaben hebräische Zeichen. Und das ist jetzt hier das M, das ist es Ein, das ist es Taf, das ist es Ein wieder, Ein, Ein, das kann alle Vokale nehmen, das R. Das heißt M, E, T, E, R. Genauso wie es da steht. Das heißt von der Zeit erweckt, oder eine Gestalt gewordene Zeit, die erweckt wird. Und Licht, Formelzeichen C, rotes C ist die Iteration, ich sage, ich bin Jupiter, C ist Geist, und wenn der zu iterieren anfängt, die Identitäten erzeugt, hat die dimensionslose Geschwindigkeit, steht in jedem Physikbuch drin. Was ist eigentlich eine dimensionslose Geschwindigkeit? Geschwindigkeit ist doch definiert irgend 100 Kilometer in der Sekunde. Ist Strecke durch Zeit. Licht bewegt sich mit einer dimensionslosen Geschwindigkeit, darum existiert für Licht weder Raum noch Zeit. Aber von wohin geht dann das Licht, wenn ich mir jetzt denke, dass hier ein Lichtstrahl von der Sonne zur Erde fliegt? Ist nicht die Sonne, die ich mir ausdenke hier, ist nicht die Erde, die ich mir ausdenke hier? Wie lange braucht dann diese 8 Minuten, bla bla bla, wo das Licht zur Erde braucht? Relativitätstheorie. Achten Band lesen, da erkläre ich dir, dass die Sonne da oben gar nicht sein kann. Wenn du was wahrnimmst, ist es immer hier. Und dass das dann 8 Minuten dauert, das ist alles ausgedacht. Das ist logisch, das sind logische Konstrukte mit einer fehlerhaften Logik, die dich um dich herum selbst in Raum und Zeit verstreut, obwohl es da außen nichts gibt. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. Du wirst dich selber bis in alle Ewigkeit abwatschen, wenn du nicht anfängst, meine 10 Gebote zu halten. Und ich betone, die schränken dich in keinster Weise ein. Du musst allumfassend werden. Ich verbiete dir nicht, dass du dir was ausdenkst. Das Einzige, was ich ab jetzt will, dass dir klar ist, dass alles, was du dir ausdenkst, hier und jetzt deine Information ist, die du dir anschaust. Und die nur deshalb da ist, weil du das jetzt in dir aufgetaucht ist und die wird dir genauso erscheinen, wie du dir das ausdenkst. Und du musst jetzt daneben stehen, das ist die höhere Stufe. Ich will dich doch frei machen. Es geht auch um die Befreiung deiner Individualität. Vorschriften sind niemals irgendwie von heiligen Schriften. Auch im Koran. Ich habe so oft gesagt, so wie es in Christentum so viele verschiedene christliche Sekten gibt, Idioten, die alle meinen, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen, die letztendlich alle Feindbilder bekämpfen und sich Christen nennen, obwohl mein oberstes Gebot ist, liebe deine Gegensätze, liebe die Feinde. Du wirst den Kegel nicht erreichen, wenn du nur die Kreise willst. Du brauchst die Dreiecke, das Böse, das Harte, das Ungesunde, um in der Verbindung des Widerspruches ein Kegel zu werden. KGL ist wie eine Welle. Also die Dimensions, jetzt habe ich die Fragezeichen reingesetzt und jetzt Licht C hat die dimensionslose Geschwindigkeit von C ist gleich 1 Sekunde pro Sekunde. Eine dimensionslose Geschwindigkeit kann sich nicht durch Raum und Zeit bewegen, denn wo, doppelt aufgespanntes Augenblick, denk an das Generieren, das hebräische Wort wo ist Ei, dasselbe Wort hast du auch nichts. Ei, N heißt nicht existierend. Und heißt Welle, Entschuldigung, heißt Insel. Da müssen wir anschauen, wieso Insel? Weil wenn ich sage, das Meerwasser von Gott, El Hayom, Gott, El Hayom, Gott, das Meer ist nichts. Wenn der ein Wellenberg aufschmeißt, ist ja praktisch, diese auf, ist ja ein Berg von nichts. BRG heißt BR, im erweckten Geist. Es keine Dimensionen gibt. Und jetzt schaut mal hier, die Dimensionen, wir haben hier den Geist Gottes und was auftaucht, ist eine polare Erscheinung. Und jetzt mache ich hier, diese Dimensionen ist Breite, Berei heißt im Spiegel, das ist übrigens, eigentlich müsste ich jetzt ein Ei hinmachen, ein A hinmachen, das heißt,
in diesen Kopf, der nichts ist, und dann kommt die ETLF oder TA auch gelesen, heißt der Wachraum. Ein Wachraum, eine Zelle mit Länge, Höhe, Zeit. Kann nur eine statische Geschwindigkeit agieren. Jetzt pass auf, C ist 1 laut Physikbücher. Somit ist C Quadrat 1 Quadrat. Das wiederum ist Wurzel 1 und Wurzel 1 ermöglicht 2 Ergebnisse. Das ist die Falle, wo ich permanent in die Raumzeit ziehe, nämlich Wurzel 1 ist die Zahl, die mit sich selber 1 ergibt. Das heißt, ist das dann mal 1 mal 1, ist 1. Aber auch negative Zahlen, minus 1 mal minus 1 ist auch 1, darum ist das Ergebnis plus 1 minus 1, was genau genommen wieder 0 ist. Jetzt hast du das Sein, das reine Sein. Sein heißt, Bewusstsein ist nicht existierend. Und jetzt, was wälzt sich daraus? Ein schwingendes Licht, Licht, das ist oben und unten. Übrigens, dieses Lull heißt ein Laufstellchen. Wenn wir uns das im Original anschauen, was du feststellen, was ich hier gemacht habe, ist ein Originalauszug von Wikipedia. Okay? Das hier übrigens die Einstein-Formel, wo es streng damit verbunden ist. Das ist das, was in Einstein-Schriften drin ist. Dieses klassische hier, E ist mc Quadrat, findest du in keiner Originalschrift von Einstein. Das ist der relativistische Impulsandal. Ich will nur zeigen, das musst du nicht wissen. Ich habe so viel Physik studiert und da merkst du, die plappern einfach nach. Das merkt ja keiner. Das ist irgendwann einmal, checkt das überhaupt keiner. Du plapperst einfach nach und ich muss das ja nicht verstanden haben. Es reicht ja, wenn ich das hinschreibe, was mein Lehrer von mir will. Jetzt können wir in das Regimen reinspringen, wie das aussieht mit den ganzen Doktortitel. Wenn du eine ganz geniale Schrift machst, ich würde da nie einen Doktortitel draufkriegen. Weil die fragen, wo haben sie das her? Dann habe ich gesagt, das habe ich mir selber ausgedacht. Das wollen die nicht wissen. Schau dir Doktorarbeiten an, dann wirst du feststellen, ich zeige dir Doktorarbeiten, wo 30% Fußnoten unten drin stehen. Weil die wollen nämlich, dass du zwar selber denkst, aber du darfst nicht abschreiben. Wenn du was abschreibst, das darfst du, musst du jeden Satz, den du abschreibst, mit einer Fußnote angeben, wo du das hörst und du darfst nur Bücher benutzen, die als offizielles Wissen gelten. Ganz nebenbei, das Wort offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Soviel zum Thema, die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden in Rom. Die stehen dir im Weg, um zu mir zu kommen, um zurückzukehren. Nomen est omen. Das heißt, wo hast du das her? Das ist immer wieder, die zwingen dich zum Nachplappern. Es kann gar nichts in der mathematischen Beweisen, kann gar nichts Neues entstehen, wenn ich weiß, dass Mathematik gelerntes Wissen ermöglicht, weil neues Wissen, wenn die Mathematik basic ist, wirst du niemals auf die Windows-Ebene kommen, wenn du alles nur mathematisch im Maße zu einer gewohnten Logik beweisen willst. Du darfst natürlich variieren, dann bist du ganz gut dran. Das heißt also, wir machen einmal, wenn ich jetzt hier zitiere aus einem Buch, wo ich abschreibe, wir machen einen schönen Satz hier. Ich schreibe, du Heuchler, nimm zuerst einmal hier den Balken aus deinen eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst und ich schreibe hin, bla bla bla, Neues Testament, der und der Vers, dann ist es okay. Fußnote. Wenn ich jetzt das selber mache, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, du Heuchler, nimmst erst einmal die extrem finstere Schweißerbrille von deinen Augen weg, dass du zu sehen anfängst, bevor du die leicht gedünnte Sonnenbrille in den Augen der anderen kritisierst, das darfst du dann machen, weil du hast es ja nicht abgeschrieben. Da bist du dann ganz gut, wenn man das dann merkt, die Lehre, oh, der fängt selber zum Denken an. So, und jetzt, kleinen Moment. Jetzt ist, schau, ich stehe hier, ich habe jetzt das extra schnell gemacht. Diese Formel, ihr werdet merken, wenn du neugierig bist, dass dich das interessiert. Wenn wir jetzt nur uns darauf eingehen würden, was da drin steht. Und genau genommen ist der Kern die Kreisformel. Aber was ich euch jetzt zeige, wir machen mal. Na, was ist denn jetzt los? Ah, ich weiß, was los ist. Da muss ich rein. Schau, es sind immer dieselben Sätze, die werden gebetsmühlenhaft wiederholt. Das ist ein Faktum, wenn ich an etwas nicht denke, ist es auch nicht da. Das bedeutet nicht, dass es prinzipiell Weg wäre. Es befindet sich dann in der heiligen Einheit von El Hayom. Was in mir Weg, ein Weg erscheint, sind, und das ist immer, das ist der Tetraeder.
immer nur meine de facto hier und jetzt ausgedachten Gedankenformen, denen ich OB aus geistreichen Gründen Namen Informationen gab. Das ist IN, ist göttliches Sein, jetzt ist dein Inneres, das sind die vier Spiegel von dem Tetraeder, Formationen gab. Das Wasser eines Wellenberges bleibt immer im Meer. Was ich sehe, ich, Bewusstsein, ich, Geist, bin eine E-Existenz, ein Adam, bestehend aus Denker und Ausgedachten, ist nur die oberflächlich betrachtete Illusion einer Trennung. Ganz nebenbei, das Illusion. Ich zeige euch einmal was. I ist 10. Okay? Wenn ich den rot mache, ist es Gott. L ist 30. Das hat Gott. Rückholfall L 30, 30 ist 60. Verbindet U ist das Und, heißt, ist es Ist-Zeichen, das Und-Zeichen. Das heißt, Gott hat 30, 30 und es verbindet sich Waff zu 60. Wir setzen Zahlen ein, das sind Formeln. Ich mache nur ganz grob, ihr müsst euch das nicht merken. So, das rede ich immer wieder, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, jede Kleinigkeit, wo ich erzähle. Das ist jetzt der Original-Wikipedia-Artikel über Halluzination. Ich erkläre hier schon, schau, meine eigenen Halluzifernationen, das ist Haal, ist der Gott, und Luzi ist ja, Luzi heißt ja Licht, Luzität, und Fer ist, vor Ferre heißt tragen, Luzifer ist der Lichtträger und Nazio heißt Geburt. Das heißt, da ist der Gott und der gebiert einen Lichtträger, der etwas gebiert, von denen ich glaube, ich hätte mit denen da außen nichts zu tun. Das blaue Ich ist dein Intellekt. Das ist der Mensch, dein Programm. Ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wenn Worte in dir auftauchen, wirst du aus diesen Worten Vorstellungen konstruieren, in Maßsetzung deiner momentanen Logik. Du wirst diese Worte interpretieren, du Drecksau. Und zwangsläufig durch deine Interpretation Gefühle erzeugen. Jede Erscheinung, die in dir auftaucht, ist einfach nur. Es gibt keine, ich habe schon so oft gesagt, wenn du einen Film anschaust, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Es gibt keinen Film, wo du sagst, der ist gut, wo ich dir nicht welche bringe, die sagen, der ist schlecht. Wenn jemand was zu dir spricht, wieder das Beispiel Klingelingeling, Entschuldigung, falsch verbunden, du reagierst, wenn einer Worte spricht. Die Geistlosigkeit einer Kreatur in deinem Traum zeigt sich zum Beispiel, wenn er beleidigt ist, wenn er sich verteidigt. Du wirst nie merken, dass ich mich verteidige. Das ist eine Phase, irgendwann einmal meine Jesus-Geschichte ist der Endstand. Habe ich früher erzählt. Meint ihr, dass ich irgendwas verstanden gehabt habe, wie ich noch Tote zum Leben erweckt habe und Krankheiten geheilt habe? Ich hatte volle Feindbilder. Für mich war Krankheit ein Feindbild. Die Toten waren Feinde. Wie ich die Geldwechsler zum Tempel herausgeschmissen habe, habe ich in Fiegenstein schon gesagt, wenn ich die Macke noch hätte, was meinst du, was ich heute für einen Hals kriegen würde im Angesicht der Banken? Die gingen mir doch am Arsch vorbei. Das ist der Frieden. Und immer dran denken, du bist ich. Bist du schon ich? So, jetzt schau doch mal. Wikipedia, unter Halluzination versteht man eine Wahrnehmung. Jetzt pass auf, wir machen nur blau, W aufgespannt, wahrgenommene Berechnung. Das blaue R ist Berechnung, HR wiederum heißt Berg, auf Hebräisch. BRG, wieder zurück übersetzt, heißt immer erweckten Geist. Eine Wahrnehmung, das können wir natürlich jetzt mit jedem Wort machen, aber dann merkst du schon, jetzt entzippen wird sich das total aufblähen. Eines Sinnesgebietes, ohne dass eine nachweisbare Reizgrundlage vorliegt. Das bedeutet zum Beispiel, dass physikalisch nicht nachweisbare Objekte gesehen werden oder Stimmen gehört, ohne dass jemand spricht. Halluzinationen können alle Sinnesgebiete betreffen. So, und jetzt wirst du merken, alles, was die Quantenmechanik, die Physiker dir erzählen, hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Es sind logische Konstrukte aus Formeln und Vorstellungen, die sie geistlos nachplappern. Jetzt wird es interessant. Bei einer Illusion hingegen wird ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen und in irregulären Mustern werden scheinbare Gesichter erkennbar.
haben wir schon wieder kein Internet, wie es aussieht. Ja, das macht aber nichts. Dann lasst mir, ihr könnt es euch vorstellen, weil dazu brauche ich kein Internet, weil das sind Dateien, da kann man hier weitermachen, da kann man nicht so schnell weg. Internet ist schon wieder weg. Treibt an der Sandschabernack. Das ist jetzt eigentlich ein Zeichen, dass ich nicht immer genauer was erklären soll, sondern jetzt endlich einmal dort dabei sein bleiben soll. Jetzt stellt euch ganz einfach vor, jetzt kommt hier die Erklärung. Nochmal, es gibt nichts Wichtigeres wie Offenbarungen lesen, weil wenn du das nicht verstanden hast, führst du dich nur in die Irre. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Immer dran denken, rot, das rote Ich ist der Geist, der mir jetzt tue, der eigentlich nicht in Erscheinung treten kann. Das große blaue Ich ist der Intellekt, der Mensch, der du zu sein glaubst, der kann eigentlich auch nicht in Erscheinung treten, weil an was denkst du, wenn du an den Menschen denkst, dann denkst du an den Körper. Das ist das kleine blaue Ich. Da gehen wir dann genauer drauf ein. Was passiert, wenn ich all, ich Gott, ich nichts, als unbewusster Mensch, das heißt, ich eine Zeitung lese oder auf einem Fernseher oder Computermonitor glotze? Nehme ich, unbewusster Mensch, denn diesen real vorhandenen Sachverhalt genauso wahr, wie er wirklich ist? Nein, ich nehme ihn verändert wahr. Ich, unbewusster Mensch, glaube nämlich dämlich, dass sich in bzw. auf diesem feststehenden Gegenstand etwas zu bewegen scheint, wenn ich auf den Monitor glotze. Wenn ich auf die Zeitung glotze, komme ich gar nicht drauf, mir da Gedanken drüber zu machen. Fakt ist jedoch, auf einem Fernseher-Monitor bewegt sich nichts. Der besteht bewusst betrachtet nur aus völlig unbeweglichen, flackernden Lämpchen und ein Lämpchen, das hell und dunkel wird, bewegt sich nicht von A nach B. Und ihr sitzt da und ihr seht eure Fußballer und schreit Tor und all das ganze Zeug, das sind Illusionen. Jetzt wenn du noch das zweite Gebot hältst, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, sagst du, ein geiler Traum, interessiert mich, unterhält mich, das ist ja alles okay, es läuft dir nichts verkehrt. Die Falle ist, dass du das zweite Gebot brichst. Nochmal, du darfst dir was ausdenken, solange du nicht dabei vergisst, dass das nur deshalb da draußen ist, weil du dir das jetzt aus dir herausdenkst und vor dich hinstellst. Ist das nicht, was ich euch versprochen habe? Mein alter Satz, sag zu einem normalen Menschen, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn das noch nie einer gehört hat, dann gehe ich dir 99% sagen sofort, das geht nicht. Und ich sage jetzt, all deine persönlichen Probleme, egal welche Probleme du hast, übrigens das Wort Problem, lateinisch Problema, heißt, zuerst einmal das Vorgebirge, vor dir ist ein Gebirge, das ist zuck, 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 auch das Vorgelegte. Das, was in dir auftaucht in deinem Traum, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. All deine persönlichen Probleme lassen sich, und damit zwangsläufig die Probleme der ganzen Welt, die du dir ausdenkst, weil dir jetzt bewusst wird, dass die Probleme der Welt, die ich mir ausdenke, die ist ja so, wie ich sie mir ausdenke. Meine alte Geschichte, das Kind, der vom Spiegel sitzt, in den Spiegel reinlächelt, dann lächelt der Spiegel zurück. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ein Kind da sitzt und heult und ich gehe hin und sage, du Bubele, wir müssen los, was bist du so traurig? Du, mir ist so gut gegangen, aber schau mal, der Kleine, der da sitzt, der heult so arg und das macht mich so traurig. Na, sag ich, du Depp, du kannst nicht sagen, du bist traurig, weil der traurig ist. Du bist doch der vorm Spiegel, du bist doch das Subjekt. Der ist traurig, weil du traurig bist. Und jetzt, wir machen das einmal schöner. Jeder normale Mensch sagt, mir geht es ja bloß so dreckig, weil die Welt so schlecht ist. Ich sage, nee, es ist umgekehrt. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist so scheiße, weil du so einen scheiße Glauben hast. Was hältst du von einem Menschen, der starr und unbeweglich vor einem Spiegel sitzt und betet zu mir, lieber Gott, lass das doch ändern, dass es anders wird. Mach doch endlich, dass es anders wird. Du wirst bis zum Nimmerleins doch warten, dass sich was verändert, weil ich nämlich du bin. Du musst dich verändern, dass sich das Spiegelbild verändert. Das sind die Sätze in der Esoterik. Mensch, erkenn dich selbst. Das heißt, erkennst erst einmal, wer du bist. Der Adam, der Gotteskind und jetzt der blaue Mensch, der Trockennasenaffe, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist dein blaues Ich, was heißt, du bist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsproblem. Ich spiegle, wir denken uns am Ballettsaal und es rennt einer vor Angst und Schrecken getrieben ständig vor dieser Spiegel, was im Ball et. Bial heißt in Gottes Zeit. Sind die et, sind augenblickliche Erscheinungen. Der rennt vor Angst und Schrecken getrieben ständig vor den Spiegel hin und her, glotzt in den Spiegel und betet zu Gott, lass es doch endlich zur Ruhe kommen. Das sind normale Menschen. Wenn du mal über deine eigene Dummheit lachen kannst, bist du einen ganzen Schritt weiter. Und habe ich jetzt extra mir so, ich sage mal, mich so erniedrigen müssen, hättest du nicht schon längst selber drauf kommen können?
Ist das nicht offensichtlich? Ist es nicht offensichtlich? Solange du permanent von jedem immer dir von Fachmann sagen lassen willst, was du zu glauben hast. Nochmal, ich sage dir nicht, was du glauben hast, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Den Rest kannst du selber machen. Das Ausnüchtern, wo ich sage, ja, die dann sagen, jetzt ich lebe mein Leben und irgendwann am Ende, wenn ich Glück bekomme, in den Himmel oder nicht in den Himmel, kannst alles vergessen. Ich nüchter dich schonungslos aus und solange wirst du da bleiben. So. Jetzt pass auf, ich, unbewusster Mensch, sehe jedoch in den irregulären Mustern dieser flackernden Lämpchen scheinbare Gesichter und reale Gegenstände, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Und was passiert, wenn ich, unbewusster Mensch, eine Zeitung lese? Das Ung, merkt euch, da kommen wir gleich dazu, hoffe ich. Sehe ich, was de facto hier und jetzt ausgedacht da ist? Ich, bewusster Geist, sehe, das ist die blaue Raumzeit, ist eine geistige Ehe, völlig statische Buchstaben. Was siehst du jetzt? Was ist jetzt da? Schau einfach hin, da vorne. Es sind Buchstaben, die siehst du bei der Helligkeitsunterschiede, projiziert waren Schatten, es sind die Unterschiede. Okay, ich, bewusster Geist, sehe völlig statische Buchstaben, jedoch als unbewusstes Ich sehe ich nicht das, was wirklich da ist, sondern ich sehe scheinbare Gesichter und reale Gegenstände, ich sehe bewegte reale Geschichten in mir, wohlgemerkt, was passiert, wenn ich eine Zeitung lese. Die ich unbewusst aus den irregulären Gull, können wir jetzt alles eingehen, muss dann dieser völlig statischen Buchstaben meist nur einseitig logisch interpretiert herauslese und diese Geschichten, Punkt, 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 verwirkliche ich dann aufgrund meines Glaubens unbewusst in mir selber. Ist das nicht eine knallharte, präzise Beschreibung, wie du funktionierst? Darüber diskutiere ich nicht mit deinen Trockennasenaffen. Jetzt in Klammer, Erweiterung. Ich sehe scheinbare Gesichter, reale Gegenstände und bewegte Geschichten beim Betrachten der Worte in Zeitungen und Geschichtsbüchern und beim Betrachten der Worte in Märchenbüchern und fiktiven Romanen. Da ist kein Unterschied. Doch bei Märchengeschichten ist selbst einer geistigen Schlafmütze bewusst, dass die aus Märchenbüchern generierten bewegten Geschichten, Menschen und Dinge nur hier und jetzt im eigenen Kopf existieren, wenn an sie gedacht wird. Haben alles durchgespielt, ist immer wieder dasselbe Spiel. Eine Halluzination hat per Definition für den halluzinierenden Realitätscharakter. Originaltext ist übrigens Auszug aus dem großen klinischen Wörterbuch für Psychiatrie. Kann nicht von der Realität unterschieden werden. Jetzt kommt, das ist der Materialismus, weil die Realität, die da außen ist, das, was du dir jetzt denkst, was da außen ist, wenn du fantasierst, und die Realität, die da außen ist, kann in deinem Kopf nicht unterschieden werden. Es ist hochinteressant. Da außen ist keine Realität. Es gibt nur das, was du jetzt denkst und so, wie du dir es denkst. Und da kommen jetzt schon die Fehler, jetzt kommt der Materialismus. Im Gegensatz dazu merkt die Person, Fragezeichen, Fragezeichen, hätte du Smiley dahinter setzen müssen, bei einer Pseudo-Halluzination, dass es sich nicht um eine reale Wahrnehmung handelt. Fedo, Einspruch, eine Person, Persona heißt Maske, kann nichts bemerken. Wenn jemand etwas bemerkt, dann ist es der bewusste Geist, der sich hinter der Maske befindet. Dein Körper ist eine Person. Du bist ein Mensch, das ist eine Lebensgeschichte und die Personas, die Masken, übrigens, das heißt auch Larve, Fresse, Larve. Vom Säugling, deine Maske verändert sich vom Säugling bis zum Greis. Und du konntest es nicht aufhalten. Schon zu glauben, so einen Körper zu konservieren und möglichst lange am Leben zu halten, es funktioniert nicht. Du kannst die nächste Etappe selbst innerhalb des normalen, jetzt symbolisch ausgedachten Entwicklungsprozesses eines Trockennasenaffen nicht verhindern. Der Säugling muss sich auflösen, dass du ein Schulkind warst, dass du das kriegst und das muss ich auflösen, dass du zu mir kannst. Und es tut nicht weh, glaube es mir. Es ist wie mit dem ersten Sex, habe ich euch doch erklärt. Die Geschichte sehr, das sind ganz einfache Geschichten. Das ist vom ersten Mal, wenn man was nicht kennt, hat man panische Angst. Das ist wie der erste Sex in eurem jetzigen Leben, wenn ihr euch zurückerinnert. Wo ich sage, ich bin ein Vater, ich habe einen Sohn und der kommt zu mir, Papa, erklär mir, es liegt ja der Freundin und er ist jetzt in dem Alter, wo es irgendwann einmal passieren muss. Und dann sage ich ganz einfach, du, ich kann dir beim besten Willen nicht helfen, du weißt, wir sind mehr Freunde wie Sohn und Vater. Ich hätte auch kein Problem mit einer hübschen Freundin zu schlafen, weil es wird ja dir nichts nützen, du musst es das erste Mal machen. Aber ich kann jetzt ganz klipp und klar sagen,
Es ist nur das erste Mal, weil du nicht weißt, was kommt. Ich kann dir nicht sagen, was kommt. Das kann toll sein, kann weniger toll sein. Aber eins kann ich dir versprechen, umso öfter du magst, umso besser wird es. Die Angst hast du nur vor dem ersten Mal. Und genauso ist es mit dem Sterben. Nur das erste Mal, wenn du dann wirklich einmal bewusst stirbst. Ich sage, das ist viel geiler wie Sex. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und jetzt ist Pause.